Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fahrenheit. Wir sind jetzt mit Lukas in der N&J Bank und damit geht es auch schon weiter. Ich glaube, am Anfang ist ein bisschen der Ton abgeschnitten, bevor ich hier auf Stopp gedrückt habe. Ich glaube, er hat gesagt, ich habe mit Markus, falls das jetzt nicht nochmal kommen sollte. Wisst ihr schon mal Bescheid? Meine Kamera geht aus und los geht's. Markus schließlich überzeugt, mich rausgehen zu lassen. Ich hatte fast den ganzen Tag geschlafen, während er über mich gewacht hatte. Ich musste raus und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren. Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Meinem Geisteszustand erging es ähnlich. Ich spürte, wie ich abglitt. Und ich wusste, ich würde bald den Boden unter den Füßen verlieren. Hallo, ich heiße Carla Valenti, bin von der New Yorker Polizei. Die Polizei. Sie haben mich. Noch nicht. Computer. Weiß jetzt auch nicht genau, was er machen will. Oh. Ach stimmt, das Papier. Ein Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Dann weg damit. Oh, das verstecke ich am besten. Was noch? Was noch? Was können wir uns noch damit in Verbindung bringen? Richard der Dritte. Ich lese gern Shakespeare. Oh, sein nüchterner, verzweifelter Stil. Sollte vielleicht auch weg. Das Buch gab Markus mir zusammen mit dem, das ich im Restaurant vergaß. Das sollte ich besser wegtun. Ich glaube, mehr schafft man auch nicht. Setzen wir uns mal ganz unschuldig hin. Haben wir da noch was? Bonuskarte. Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Worüber behilflich mir keine Zeit behilflich. Sie möchten mir Fragen stellen? Nun, man kann nie wissen. Dauert nicht lange. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Wird er das Wasserzeichen erwähnen? Wahrheit, Lügen, Ausweichen, Wahrheit. Nein, der könnte überall gezogen worden sein. Scheiße! War ich zu langsam. Schauen Sie mal genauer hin. Das Wasserzeichen enthält den ID-Code Ihrer Bank. Das heißt, das Papier stammt von hier. Das ist mir völlig entgangen. In der Tat, dann muss dieses Papier von hier stammen. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Lügen, Wahrheit, keine Ahnung, Wahrheit. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Dieser Typ ist irgendwie seltsam. Als ob er etwas zu verbergen hätte. Was? Oha, da sind Alles sie wieder. Alles in Ordnung, Herr Kane? Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Was hat der bloß? Meine Fragen scheinen ihn zu stören. Nein, ausweichen. Hören Sie, ich hatte einen harten Tag, wenn's Ihnen nichts ausmacht. Ich hatte auch einen harten Tag, Herr Kane. Je schneller wir das hinter uns bringen, desto besser für alle. Also, beantworten Sie bitte meine Frage. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Das ist heute nicht so meine Runde. Oh.
oh. Alles in Ordnung? Oh, 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 oh. Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Ja. Erkennen Sie jemanden? Natürlich. Scherz ausweichend, nein. Nein, da fällt mir niemand ein. Tut mir leid. Niemand? Naja, hätte ja sein können. Gut, haben wir es damit jetzt? Mist. Es hätte mir das Ganze sehr erleichtert, wenn er jemanden erkannt hätte. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Oh Gott, wir sind überverdächtig. Ich glaubte... Entschuldigung. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Seine Kollegen haben mir erzählt, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er es erwähnen wird. Wir versuchen es zu erwähnen. Nein, keine Ahnung. Unwohlsein, Unwohlsein. Ja, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Haben Sie etwas an den Armen? Thema wechseln, lügen, lügen. Ich habe zu Hause was repariert und hatte einen dummen Unfall. Ich habe wohl eher zwei linke Hände. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm sehr ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied. Wahrheit, Lügen, ausweichend. Wahrheit. Das ist mein Bruder, Markus. Ich bin völlig fertig. Ja, ich bin auch völlig fertig. Scheiße. Und so endet meine Geschichte. Ah. Es hieß, ich sei total ausgerastet und deswegen nicht zurechnungsfähig gewesen. Sie steckten mich in eine Anstalt, in der ich den Rest meiner Tage versauern kann. Ich werde nie erfahren, was in jenem Restaurant geschehen ist, denn für meine Mitmenschen bin ich nur ein lebensgefährlicher Wahnsinniger. Aber damit haben wir auch mal einen neuen Game Over Scream. Wir fangen nochmal an. Und wie immer hängt sich ja das Spiel auf. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, dann nochmal. Der Schnipsel muss weg und das Buch. Ich glaube, diesmal kriegen wir es bestimmt auch ein bisschen schneller hin. Ein Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Oh, das verstecke ich am besten. So, das Buch. Richard der Dritte. Ich lese gern Shakespeare. Sein nüchterner, verzweifelter Stil gefällt mir. Das Buch gab Markus mir zusammen mit dem, das ich im Restaurant vergaß. Das sollte ich besser wegtun. Mhm. Setzen uns wieder. Mal gucken, ob wir doch an den Rechner irgendwie können. Okay, nein. Ach, die Bonuskarte. Beinahe vergessen. Die andere Schublade. Da ist nichts. Okay. Jetzt aber. Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Worüber, mir, worüber? Fragen? Worüber? Ich untersuche einen Mordfall und wir haben allen Grund zu der Annahme, dass der Mörder hier arbeitet. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Wird er das Wasserzeichen erwähnen?
Machen wir. Die Wahrheit. Ja, das Papier stammt von hier. Das Wasserzeichen enthält unseren ID-Code. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Wir wissen es ja jetzt schon. Die Wahrheit. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Dieser Typ ist echt angespannt. Ist wahrscheinlich nervös, weil er verhört wird. Aktuell schlagen wir uns ja noch ganz gut. Alles in Ordnung, Herr Kane? Nein. Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Mist. Nein. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Erkennen Sie jemanden? Scherz ausweichen. Nein, wir bleiben bei Nein. Nein, da fällt mir niemand ein. Tut mir leid. Niemand? Naja. Warum mache ich mich doch verdächtig, wenn ich niemanden erkenne? Hätte mir das Ganze sehr erleichtert, wenn er jemanden erkannt hätte. Gut, ich hätte auch lügen können. Oh, kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Seine Kollegen haben mir erzählt, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er es erwähnen wird. Unwohlsein. Ja, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Komisch. Seine Vorderarme sind verbunden. Warum wohl? Haben Sie etwas an den Armen? Lügen. Ich habe zu Hause was repariert und hatte einen dummen Unfall. Ich habe wohl eher zwei linke Hände. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm sehr ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied. Die Wahrheit. Das ist mein Bruder, Markus. Wir scheitern hier. Das bringt was, sehr gut. Komischer Kauz. Aber den ganzen Tag von Computern umgeben zu sein, hinterlässt wohl Spuren. Mir ist nicht gut. Ich spritz mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Lukas, das solltest du nicht machen. Carla durchsucht euch jetzt bestimmt. Und wir müssen gucken, wo er die Sachen versteckt hat, oder? Er verhält sich so komisch. Ich werf mal einen Blick in seinen Schreibtisch, bevor er zurückkommt. Da sind sicher Fingerabdrücke drauf. Daran wird sich zeigen, ob er unser Mann ist. Oh Mist. Ich möchte nicht, dass Lukas verhaftet wird. Er kann doch nichts dafür. Da steht was auf dem Bild. LKMK, Juni 2003. Hier gibt's nichts Interessantes. Hm.
Es muss ja wenn in diesem Zimmer sein. Lukas, wo hast du Sachen versteckt? Na. Geht's wieder? Ja, danke. Ich habe keine Fragen mehr und will Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kane. Bitteschön. Lukas Kane, Agathas Haus oder Tyler Miles, Tylers Wohnung? Ich würde sagen, wir gehen mal zu Tyler. In Tylers Wohnung. Hallo, keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Yeah. Schön Champagner aus dem Kühlschrank holen. Wow, du siehst sehr begeistert aus, Tyler. Aber gut, war bestimmt ein langer Tag. So, und schön den Ofen vorheizen. Wo ist der Ofen? Ist das ein Ofen? Nein. Ach so, sie meint sie den Backofen? Sie meint den Backofen. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Bestimmt unsere Hochzeitstag. Tja, Weihnachten ist vorbei. Vielleicht Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler. Okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Kannst du Musik anmachen? Ich habe Lust zu tanzen. Oha. Kann sein, dass die Musik wieder... Dass ich die wieder... rausschneid. Mal schauen, was es für welche ist. Beyond Two Souls als Schallplatte. Ich glaube, eine Anspielung. Sehr schön. Ich hoffe, das wird nicht so endlos. Nein, sehr gut. An dieser Stelle sage ich dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum... Obwohl, wisst ihr was? Wir machen Carla noch mit. Weiter geht's. Alle Teile des Puzzles. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein.
Okay, die Fingerabdrücke. Ansehen, sich merken, fortgehen. Ansehen. Die Abdrücke, die auf der Tatwaffe gefunden wurden. Sich merken. Und dann bräuchten wir noch... Hat sie den Stift untersuchen lassen? Ansehen. Die Liste der Angestellten von Nasal und Jones. Wir haben Name, Adresse und Lichtbild jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter. Da ist ja Kanes Akte. Ob er unser Mann ist? Nein! Nein, ich brauche den Stift, Carla. Du hast den Stift doch mitgenommen. Ist das alles, was du hast? Du hast nur die Akte von Kane. Er hat... Der Schnipsel ist mit... Ich muss mal kurz... Kann ich rausgehen? Okay, dann verbinden wir es einfach mal mit der Akte. Ich hätte zwar gern die Fingerabdrücke des Stiftes genommen. Nein, diese beiden passen nicht zusammen. Telefon. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Das hättest du mir 2 Minuten eher sagen können. Okay, der Computer. Dann machen wir das nochmal. So, die Fingerabdrücke des Stiftes. Ansehen. Lucas Kanes Fingerabdrücke. Sich merken. So, mit diesen Fingerabdrücken. Verbinden. Eins ist sicher, die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Also so kurz vorm Ziel, Carla, wirst du müde. So, dann nehmen wir den hier. Ansehen. Der Börsennotierungsfetzen, der dem Mörder als Lesezeichen diente. Das ist wahrscheinlich, wenn wir die Liste gefunden hätten, oder? Ich probiere es trotzdem mal mit der Akte der Bank. Hier. Verbinden. Nein, das bringt nichts. Herein? Hey, Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber... Ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. So. Dann... Die Zeiten des Taxis und Taxiunternehmen. Ansehen. Die Liste der Fahrziele, die Taxis in der Mordnacht anfuhren.
Wenn der Mörder ein Taxi nahm, ist seine Adresse vielleicht darunter. Ah, sich merken. Und jetzt mit der Akte, weil da stehen ja auch die Adressen drin. Und verbinden. Diese Adresse kommt mir bekannt vor. Ja klar, in der Mordnacht brachte ein Taxi einen Fahrgast zu Kanes Wohnung. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Dann spielen wir Jojo. Zwar total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Und jetzt einen tollen Move. Das war ein ganz spezieller Move. So, wir rufen Tyler an. Lass einfach klingeln, Schatz. Dauert du das doch weh, oder? Also es sieht für sie zumindest sehr verkrampft auch aus. Okay. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein! Entschuldige, Sam. Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Jetzt aber an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!